Hallihallo und willkommen zurück bei Shogun 2 Total War. Hier ist der Prinz Koala und der ist aus dem Urlaub zurück. Ein Video habe ich ja schon hochgeladen zu Castle Story und dieses Projekt werde ich auch weiterführen. Die Resonanz war ja da sehr gut. Und ja, wie gesagt, den Urlaub habe ich gut überstanden. Unsere Umleitung, wie es aussieht, auch ist immer noch ganz der alte hier. Hat mich gleich angelächelt, als ich auf Avatar Eroberung gegangen bin. Das heißt, ich habe seitdem gar keinen Shogun 2 mehr gespielt, aber das soll uns nicht daran hindern, hier unseren Part jetzt in guter Qualität fortzusetzen. Natürlich, wir müssen jetzt natürlich schauen, wo gehen wir mit unserer Armee als nächstes hin. Wir könnten uns eine Sengoku-Bohne schnappen, die sind aber noch nicht so wichtig, da wir jetzt eigentlich noch keine Schiffsschlachten, keine Seegefechte machen müssen. Wir können uns jetzt überlegen, ob wir eher Richtung Inland marschieren und uns hier erstmal ein paar coole Gefolge holen. Oder ob wir nicht doch erstmal nach oben gehen. Da haben wir einmal Fukushima, da kann man sich Bogenkavallerie verdienen. Und weiter oben dann auch Ausrüstungsgegenstände. Die sind nicht ganz so wichtig, aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist das Schwert-Dojo hier oben in Iwate. Da können wir dann Nodachi-Samurai rekrutieren und das wäre doch mal was. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg nach oben und fangen hier einfach mal in Fukushima an. So, und dann würde ich sagen, steht der nächsten Schlacht nichts mehr im Wege. Und an der Stelle kann ich eigentlich gleich mal schneiden, damit wir jetzt nicht ewig auf den nächsten Gegner hier mitwarten müssen. Also dann, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir haben einen Gegner gefunden. Das ist der Spragler, ein Level 5 Bronze, der direkt auf Bereit geklickt ist. Juhu, das ist doch super. Da freuen wir uns wieder alle. Also mal schauen, was wir jetzt alles an Einheiten noch haben mit 92%. BP-Sam, den kann man bestimmt noch benutzen. Das machen wir auch. Holen uns nochmal Yari Ashigaru dazu. Jetzt können wir uns gar nicht hier wirklich eine schöne Schlachtidee zurechtbasteln. Wir machen diesmal ein bisschen mehr Kavallerie, würde ich sagen. Feuerkavallerie dazu statt. Was hatten wir da? Yari Kavallerie. Haben jetzt noch 60. Kriegen wir noch eine gute Einheit für 800. Da rein haben wir eigentlich nicht wirklich. Was haben wir denn sonst so für Einheiten? Diese Zeit. Ja, dann spielen wir jetzt einfach so. Ärgerlich. So irgendeine Folge reindrücken, aber mein Internet lädt super lang und deswegen geht das nicht. Oder geht's vielleicht noch? Lässt er uns das noch machen? Ja, wir haben es noch drin. Puh, das war knapp. Rein dieses Lernen ist hier auf jeden Fall sehr sinnvoll, dafür keine Schützeneinheiten dabei haben, kriegen Moral-Upgrade und ja, ich hasse sowas mit diesen Direct-Ready-Drückern. Also ich habe wirklich eine Sekunde nachdem die Lobby aufgestellt wurde wieder die Aufnahme gestartet, das heißt ich habe hier nicht noch eine Minute vertrödelt oder so, der hat wirklich direkt da reingedrückt. Und sowas, meine lieben Freunde, wenn ihr die Serie guckt, um dazu zu lernen, macht bitte nicht. Sowas braucht der Shogun 2 Multiplayer leider auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie mir das Wörtchen leider jetzt da reingerutscht ist. Das ist da auf jeden Fall am falschen Platze. Ja, die Karte ist Wasserfälle, die kennt man, denke ich, doch. Ob wir das in dem Avatar-Let's Play schon mal, ob es da schon mal eine Schlacht drauf gab, wüsste ich jetzt nicht, aber wie wir jetzt hier schon sehen, gehen rechts ist es eher ein Tal und links ist es ein Berg. Links auf dem Berg drauf ist ein Dojo und hier rechts, einmal dort und einmal dort, sind nochmal zwei Dojos, wenn man das so sagt. Bin mir gerade nicht sicher, die Mehrzahl von Dojos. Ach, ist ein japanisches Wort, da gibt es ja gar keine Mehrzahl. Von daher brauche ich mir darum keine Sorgen machen. Wie es aussieht, hat er auch schon seinen Ladevorgang beendet. Und ja, das Dojo ist auf jeden Fall total uninteressant für uns. Ich merke gerade, wir haben eine kleinere Einheitenskalierung hier in der Schlacht. Eigentlich egal, einen kleinen Nachteil haben wir, wenn der Gegner Lunden benutzt, da die mehr Feuerkraft rausholen können. Wisst ihr, das kann ja nur die erste Reihe schießen bei Lunden, wenn die Einheitenskalierung auf ganz groß ist, sind zwangsläufig ein paar Einheiten in der zweiten Reihe. Und wenn die Einheiten eben kleiner sind, dann kann man da nur eine Linie ziehen, das heißt, die maximale Feuerkraft kann man leichter ausschöpfen. Soll uns jetzt aber nicht irgendwie weiter stören.
Jetzt schauen wir, wie wir uns aufstellen. Ja, ich würde mal sagen, wir machen das hier so, dass wir hier dieses Zentrum haben. Links die Nagelbegleiter, die dann entweder Bauernhaus einnehmen sollen oder falls der Gegner Lunden hat, können wir die noch als Mietschild davor dahin ziehen. Auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir unsere starke Kavallerie gut einsetzen. Tun wir mal die beiden leichten Kavallerieeinheiten links an die Flanke mit den Nagi-Begleitern und die hier neben den General. Dann können wir die zusammen einsetzen. Der General ist ja für sein Level 1 recht gut auf Nahkampf. Wir haben ja vor uns da so einen kleinen Nahkampf-General zusammen zu basteln. Und jawohl, der Gegner hat sich hier auch hingestellt. Bringt mit Naginata Samurai. Okay, Krieger 9, ganz viele Speere, nicht gut für uns mit der Kavallerie. Rücken wir erstmal vor. Was wir nicht wollen, ist, dass er das Rüstungsdojo bekommt. Wir schauen uns nochmal seine Aufstellung genauer an. Er hat hier Kriegernon, Kriegernon. Ja, ärgerlich. Wir können ihn da nicht mit irgendwelchem Beschuss seine Kriegernon abnehmen. Hat unser General jetzt einen Bogen, wäre das was ganz anderes. Sein General ist Führerschaftsgeneral, ein reiner Führerschaftsgeneral. An Kaff hat er leichte Kraft zweimal mit. Von daher sind wir da schon mal überlegen, können vielleicht sein General ausschalten mit unserer Kavallerie. Ansonsten können wir dann nur Moralschocks bewirken. Für was anderes sind jetzt unsere Kavallerieeinheiten leider nicht zu gebrauchen. Und ja, unser kugelsicherer Samurai muss auf jeden Fall hier dieses Dojo da unten sichern. Und wir können ihn nicht hier in den Hang stellen, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Wir müssen ihn komplett unten langlaufen lassen. Und können jetzt mal schauen, was wir da anrichten können. Bezug auf seine Kavallerieeinheiten. Wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen aufstellen, wir müssen auf jeden Fall die passive Rolle einnehmen, da unsere kugelsicheren Samurai noch um die Flanke müssen. Können wir hier umrunden, die Nagi-Begleiter ziehen wir mal in die Richtung. Hier können wir schon mal in den Sperrwall gehen, da scheint er auf uns draufrollen zu müssen. Auf jeden Fall ist er jetzt eher unter Zeitdruck, da wir das Dojo hier unten holen. Jetzt will er unseren General angreifen. Ne, was macht er denn jetzt? Jetzt zieht er das Speer dazu. Das heißt, wir ziehen uns hier wieder eher zurück. Wir seine Kavallerie auch da rausziehen. Zack, zack. Schauen jetzt hier, was wir in der leichten Kampf anrichten können. Die einen lassen wir mal hier stehen. Der anderen gehen wir jetzt vielleicht auf den General. Was ist denn jetzt hier los? Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh Gott, könnte das passieren? Hier die Kugelsichen kann ich jetzt wieder ranziehen. Zack, die ziehen wir jetzt mal hier hinten mit rein. Oder gehen direkt auf den General. Jawohl. Ziehen nur noch einen Naginata-Begleiter drin. General rausziehen, genau. Feuerkraft auch. Die Begleiter können gegen seine Begleiter kämpfen. Und jetzt können wir nochmal auf den General chargen. Dann kriegen wir den vielleicht kaputt. Unser General hat es dann doch noch ganz gut überlebt. Dann motivieren wir mal die Katanas. Die müssen auf jeden Fall Schaden machen. Die Yarishigaru halten ja noch recht gut aus moralisch. Deswegen muss ich dann nicht allzu viel machen. Seine Begleiter sind kaputt. Ne, sind sie noch nicht, aber sind gleich kaputt. Sein General ist auf jeden Fall weg. Jetzt ist alles am Wavern bei ihm. Und meine Kugelsicheln brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Wahrscheinlich so in der Hand zu haben. Jo, jetzt flieht hier alles. Seine Naginata-Infanterie ist am Fliehen. Wahrscheinlich der General tot jetzt. Auf seiner Seite das Ausschlaggebende. Und ja, was jetzt hier wieder bewährt hat in der Schlacht. Für wenig Geld kann man einfach mit zwei Yari-Wellen, zwei Speerwellen, auf gerade so kleinem Budget erstmal eine super Verteidigung aufbauen, die lange hält. Wenn man da jetzt noch eine Schwerteinheit dahinter hatte, wie jetzt die Katana-Samurai zum Beispiel, dann gibt einem das auf jeden Fall Zeit mit der Kavallerie oder ja, wenn das eben nicht gereicht hätte, dann auch mit den BP-Sams da um die Flanke zu kommen. Und auch das Rüstungsdojo war hier, denke ich mal, ausschlaggebend, dass ja, dem Yari, weil das waren ja Veteraneneinheiten, die hatten schon Upgrades auf Verteidigung mit einem weiteren Rüstungs-Dojo-Upgrade, das auch nochmal die Rüstung erhöht, nicht nur die Nahkampfabwehr. Ja, hat man da doch eine sehr solide Festung quasi, einen sehr soliden Wall aus Speeren und Schwertern auch natürlich, die da die Gegner aufhalten können. Neue Veteraneinheit, leichte Kaff. Ne, lassen wir mal. Da sparen wir uns lieber die Plätze. Die sind schneller voll, als man, ja, als man will. Haben jetzt hier zwei Clanmarken wieder dazu verdient. Das ist doch ganz nice.
Hier nochmal die Statistiken, die Gesamtstatistiken, die Einheitenstatistiken. Denke ich mal, werden die Yari Ashigaru gut dabei sein. Ja, 35 Kills, 24 Kills. Muss man natürlich jetzt in Relation sehen. Die Kills sind natürlich kleiner, weil auch die Einheitenskalierung kleiner war. Also jetzt nicht vergleichen mit Schlachten auf großen Einheitengrößen. Und natürlich die Feuerkavallerie, die die leichte Kavallerie von ihm zerschnetzelt hat und dann auch noch im Rücken der feindlichen Reihen gewütet hat. Sowohl gegen Nonnen als auch gegen den General. Und ja, überraschend die Naginate-Begleiter. Die 39 Kills sind da aber auch nicht allzu hoch anzusiedeln. Die haben ja auch hauptsächlich nur gegen andere Begleiter gekämpft. Das hat sich somit neutralisiert. Bei ihm, ja, zwei Nahkampfeinheiten mit 40 Kills. Okay. Aber, naja, könnte doch mehr sein bei 80 aufgestellten Samurai. Vor allem gegen so eine eher nicht-elitäre Infanterie. Auf jeden Fall, ja, ganz guter Sieg mal wieder für uns hier an der Stelle. Und damit haben wir uns eine weitere Provinz angeeignet. Können jetzt Bogenkavallerie benutzen. Ob wir das machen in der nächsten Folge, ja, wenn ihr das wollt, könnt ihr das sagen. Aber steht ja noch nicht fest. Im Moment sind wir mit unserer defensiven Yari Ashigaru Strategie ja ganz gut gefahren. Und von daher würde ich mich schon verabschieden an der Stelle. Ich hoffe, euch hat der Part mal wieder gefallen. Und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Prinz Koala.